Ja, lieben, guten Morgen. Wir sind hier jetzt wieder beim Abbruch. Wir mussten nämlich warten, bis Strom abgestellt wurde. Das hat so lange gedauert, weil die momentan überlastet sind. Aber jetzt sind wir wieder hier am Start und jetzt geht es hier auch los. Hier ist noch ein Rest vom Schuppen, der muss noch weg. Hier ist richtig Müll, Alter, hier ist alles. Alles geklebt und gebackt, guckt euch die Scheiße mal an, muss alles sortiert werden. Holz und Stein und Kleber und ach. Ja. So sieht das aus. Ich habe heute die wunderbare Aufgabe, die ganzen Riemchen hier zu zerkloppen, damit wir die Glaswolle da unten rausnehmen können. Jeden einzelnen Stein. Hier und hier. Ja, und wie ihr seht, ich bin allein. Kannst mal sehen. Von nichts kommt nichts, Alter. Hier nur alles ausräumen, später die Garage noch trennen. So, so sieht das ein paar Stunden später aus. Aber schön die Leiter geholt. Ich habe so einen super Hammer gekriegt, damit ich die ganzen Ziegel runterkloppen kann. Akkubohrer haben wir gekauft, damit wir die ganzen Bleche lösen. Hier, so sieht das aus. Die ganzen Bleche schon ab. Hab natürlich alles ich alleine gemacht. Mach mir eben keine Geräusche, dass sie wissen, ich bin alleine. Da können wir nämlich die Wolle rausnehmen. Und dann geht das los hier. Hier von drinnen einmal haben wir auch schon hier die Küche, alles aus dem Fenster geschmissen, kommt gleich ein Container. Hier den Teppich schon zusammengerollt, hier auch schon zusammengerollt. Hier kann nochmal an den Scheißen gehen. So ein kleiner Keller oder was, so ein Kriechkeller. Alles Bad, hier auch nochmal schon entrümpelt. Da ist noch ein Zimmerchen. Da oben wohnt der Marder, da gehe ich nicht hoch, habe ich Angst vor. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Toilette, Feierabend, Pipapo, Finger in den Po. Das Problem ist, man muss ja immer auf festem Untergrund bleiben. Weil der Volvo, der dreht sofort durch. Was? Ja, ist gut, ist gut. Hier, ich kriege schon von meinem Fahrer, kriege sogar schon Ärger. Eggy, wenn du das siehst, du bist Gold. Ehrlich, du bist echt Gold. Immer da, der Typ, ey, schau, dass man Leute nicht klonen kann. Ja, guck mal, der Volvo sofort, Alter. Dreht durch, schade. Ja, man muss halt immer gucken, wenn das ein bisschen matschig ist oder so, dann hat der Volvo arge Probleme, wieder voranzukommen. Wenn die Reifen einmal fest sind, gut, ist bei jedem Fahrzeug, ne, dann hast du die Scheiße. Und darum muss man immer versuchen, dass man weitestgehend ja, trockenen Untergrund hat. Ey, wenn man einmal was filmt, nervst du hier rum. Markus ist am Beladen hier. Markus macht hier Weltfirma Ernst voll. Also der macht hier nicht voll, sondern die LKWs, ne? Markus ist ein guter, Alter. Ich bin froh, dass er bei uns ist, echt. Guck mal, sauber, ordentlich, schnell. Und Marco da unten ist auch ein richtig guter, sympathisch. Er hat richtig Ahnung von seinem Job. Und er kann Plan ziehen, alter Schwede. Guck, er hat gehört, dass wir lästern über ihn. Aber ist auch ein geiler Bagger, der hat richtig Dampf, ey. Ja, schon wieder richtig was geschafft.
Und mein Job, sieht man vielleicht da hinten, da, ich bin Tankwart, das ist mein Job heute. Und ich warte jetzt, bis er voll ist, also der LKW, und dann laden wir die Bombe eben ab. Was für eine Kelle, ey, guck mal, Kelle! Ich koppel gerade den Scania ab. Ich überlege, ob ich einmal in die Waschanlage fahre damit, auch wenn es regnet. Das geht mir hier gerade um was sehr Wichtiges. Das ist ein sehr emotionaler Moment. Eine Person, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, die mir sehr viel bedeutet und mich auf meinem Weg sehr, sehr lange begleitet hat. Derjenige hat leider eine Person verloren durch eine schwere Krankheit. Diese Person hat hart gekämpft, auch lange gekämpft und hat leider den Kampf verloren. Und es tut mir sehr leid, dass heute die Beisetzung und den sein Wunsch war, dass wir mit beiden LKWs in der Nähe des Friedhofs heute kurz vor der Beisetzung das Horn ertönen lassen und somit Abschied nehmen. Und das werden wir dann selbstverständlich auch machen. Dem Wunsch werde ich selbstverständlich nachgehen, da gibt es keine zwei Meinungen. Darum mache ich den LKW gerade klar, habe mir heute in Anführungsstrichen freigenommen, eben weil ich noch tanken und so weiter. Aber jetzt fahren wir einmal los und machen den LKW fertig, den anderen LKW auch, treffen uns da gleich und dann werden wir den letzten Wunsch erfüllen. So sieht das aus. Ich habe lange überlegt, ob er das mit reinnimmt, nicht mit reinnimmt, weil ich weiß, dass diese Person meine Videos guckt. Und wenn du das siehst, wir haben dich lieb, Mann, wir stehen immer hinter dir und wollen das hiermit auch beweisen und zeigen. Und egal wann und wo du uns brauchst, sind wir da. Du warst immer für mich da, bist immer für mich da und ich freue mich, wenn ich dir ein Stück wiedergeben kann. Das tue ich hiermit. Und wenn das dein Wunsch ist, werden wir dem sofort nachgehen. Also Leute, ab geht das. Volvo Holland steht. Wir kommen. Einmal waschen. Wenn die gleich von oben vom Himmel guckt, wenn wir sie verabschieden, dann muss alles sauber und ordentlich sein. Wir sehen mal richtig viel. Schön durch die Scheibe hier. Volvo Truck. Tick, Trick und Track. Oh, was steht denn da? Containers. Ich liebe diese Waschhalle, ich liebe diesen Service, ich liebe diesen Laden, Alter, ehrlich. Ich hasse diese Waschstraßen, wo du reinfährst und das ist genau, wo du auf einen Zentimeter und hier hast du Platz und ist irgendwie richtig freundlich gemacht alles. Ja, die denken bestimmt, ich bin bekloppt, Alter, bei Regen LKW waschen, aber das muss jetzt einmal Hand und Fuß haben hier. So kann das losgehen, Leute. Jetzt ist er sauber, ordentlich. Jetzt kann das losgehen. So freue ich mich. So können wir das vernünftig angehen, die Sache. Weil Leute, hört ihr das Geräusch, das Gequietsche hier? Warte. Hier von Hanse Baumaschinen ein paar Präsente gekriegt. Wie ihr seht, hinter uns fährt der gute Eggy mit dem Volvo. Da sieht man ihn auch im Spiegel. Ja, gut, hier sieht man ihn, glaube ich, besser. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Friedhof. Ja, mit zwei Autos, wie versprochen. Würde gerne fünf schicken, aber die habe ich noch nicht. Also, ab geht das! So Leute, jetzt sind wir da, wie versprochen, mit beiden Autos. Und hier sollen wir, hier hinter ist ein Bestattungswald, und hier sollen wir gleich das Horn ertönen lassen. Und das machen wir auch. So, 13 Uhr soll es losgehen, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wir stehen auf jeden Fall bereit. Also an die Anwohner hier, entschuldigt das bitte, aber das ist eine Ausnahme jetzt. Ja. Okay, also. Ah.
Hallo Leutchen. Oui, Monsieur. So, ich habe heute keine Lust mehr, Alter. Guck mal, was ich gerissen habe. Heute bin ich alleine. Und ja, jetzt zeige ich mal, was wir gemacht haben hier heute. Oder was ich gemacht habe heute. Überall die Dämmwolle abgemacht. Einmal ringsrum, die ganzen Aluleisten noch gelöst. Guck mal, was hier noch alles sortiert werden muss, Leute, Alter. Hier ist richtig Müll, Alter. Guck mal an. Muss noch alles sortiert werden. Das ist alles geklebt, gebackt, geschraubt. Ja. Aber ich habe schon mal die Platten am Schuppen runtergenommen. Zeige ich euch jetzt. Muss auch noch alles entrümpelt werden hier. Mit dem Bagger, mit dem Sortiergreifer. Einmal rein und ab in den Müll. Hier, da haben wir die Bleche schon gelöst. Hier muss ich nämlich jetzt gleich schneiden, die Wand. Und dann muss ich mit der Motorsäge hier oben schneiden. Die ganzen Holzdinger, dass wir beim Nachbarn nichts zerstören. Und ein Blech lasse ich zur Hälfte drauf, das schneide ich auch, damit Regenwasser nicht durch die Wand oder beziehungsweise die Wand durchdringt. Ja. So ist es. Ich habe eben vor lauter Stress vergessen zu filmen. Wir haben hier. Hä? Kommt der Labello her, Alter? Ich denke, was kratzt hier an meinem Pimmel? An meinem Pimmelchen! Hier, Leute. Kann man wahrscheinlich sehen, haben wir den Jan drauf. Wir müssen mal eben für August was machen. Für August. Jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Leck mich, der Mosch. Fahre ich richtig oder fahre ich gerade falsch? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall müssen wir eine Wand verfüllen, nochmal eben schnell. Mal eben auf schnelle Welle. Und jetzt haben wir alles in Bewegung gesetzt hier. Und jetzt fahre ich da selber hin und mach das eben, weil du keine Leute kriegst. Es ist mit dem Personal, ist wirklich schwer alles. Wirklich. Unglaublich, es ist unglaublich, ey. Keine Führerscheine oder können nichts oder was weiß ich, alter Schwede, ey. Es ist wirklich, wirklich schwer. Da gibt es Leute, die haben alles und so weiter, passen aber nicht ins Team, will es natürlich auch nicht. Und wir haben das ja mitgekriegt, wir hatten ja einen Kandidaten, der besonders schlimm war und der hat so viel Unruhe ins Team gebracht und das ist ein richtiger Gangster gewesen. Aber kommen wir nochmal zu, in Ruhe. Also ich muss jetzt die Straße suchen, ne? Also ich würde mich gerne mit euch unterhalten, aber ich habe leider keinen Tiet, nicht? Tschüssi!